Du kannst die Kinder doch hier jetzt nicht alleine lassen. Na, da habe ich mir was eingebrockt. Na, da hab... Na, da hab... Sitzt! Platz! Na, hör die mal! Das sind Kinder und keine Hunde. Das kann man wohl sagen. Hunde sind intelligent und verstehen einfache Kommandos. Sitzt! Na, hör die bitte! Das kann man... Hunde sind... So, was ist mit ihm? Oh. Oh. Rufus ist im Knast? Wir haben noch einen Rebellen aufgegriffen. Noch einen? Aber das ist ja wieder derselbe. Er muss irgendwie. Wie derselbe? Hä? Ich bin doch zum ersten Mal hier. Sehr lustig. Los, sperrt ihn zurück in seine Zelle. Wie, ihr habt ihn schon mal? Ihr könnt ihn doch gar nicht schon mal haben. Oder gibt es noch einen weiteren Rufus? Und jetzt sag nicht, die haben da Klites. Okay. Versteckt sich doch irgendjemand. Wer ist das? Oh nein, Klites! Einer meiner Klone, ne? Als Klites verkleidet. Oh bitte, sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Sehr gut. Da beherrscht einer seine Rolle als schmieriger Popanz. Ja, nicht wahr? Genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Wahrscheinlich so wie dich. Ich wurde viel lässiger geschnappt. Außerdem habe ich schon einen Plan, wie wir herauskommen. Gib dir keine Mühe, ich habe schon alles versucht. Tja, aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? Genau. Beobachte mich und lerne. Rufus muss aber sich selber immer noch mal eben überbieten, oder? Okay, der blaue Rufus ist im Knast. Der rote Rufus braucht irgendwie einen Strick. Was haben wir hier noch? Redaktion, Strickladen, Rebellenlager. So, der ist im Knast und der grüne hat ein paar Kinder an der Backe. Ja, andere kriegen auf natürlichem Wege Kinder oder adoptieren oder nehmen Pflegekinder auf. Rufus findet sie in der Kanalisation. Genau, Kinder, folgt mir mal im Gänsemarsch. Oh, die böse alte Hexe. Hey, wenn ich euch nicht helfe, müsst ihr mir auch nicht hinterher dackeln. Ich befinde mich auf einem gefährlichen Abenteuer. Aber wir brauchen doch ihre Hilfe. Und ich sage euch, das ist nichts für Kinder. Und deswegen hast du ein Kind dabei? In ein Plasmagefecht geraten. Genau, ein Plasmagefecht. Oder von dieser Hexe da drüben aufgefressen werden. Also wenn ihr mich fragt, sieht die ganz schön hungrig aus. Na also, ich verbitte mir solche Unterstellungen. Ach, die Hexe kann sprechen. Kinder. Nee, du frisst direkt Erwachsene, ne? Was sind denn dann hier? Ich sammle alte Flaschen und verkaufe sie dem Sewers Inn. Hier unten gibt es einen Pub? Na wunderbar. Ich könnte durchaus... Augenblick mal. Ihnen ist nicht zufällig ein Behälter mit einer grünen Flüssigkeit untergekommen? Doch. Und ich habe die 5 Zlotti dafür bekommen. Oh nein, sie hat's verkauft. Siehst du wohl? Ich hab doch gesagt, ich rette dich. Ja, Goli ist niedlich. So, da haben wir Pilze, eine Pfandhexe, noch ein Pilz, noch ein Pilz. Noch ein Pilz. Da geht's irgendwo hin. Da geht's zur Laterne. Zum aussätzigen Dorf. Welches tragische Schicksal hat diese arme Kreatur nur in die Kanalisation verschlagen? Es ist kalt, nass, dreckig. Und es gibt sogar gruselige Hexen, wie die da. Armer Rufus. Armer, selbstverliebter Rufus. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Was, Vater? Nicht meine. Sie scheinen das anders zu sehen. Ja, aber ich hab's mir nicht ausgesucht. Glaub ich dir gerne, falls du einen Tipp willst. Nächstes Mal Kondom Mama benutzen. Cosimas selbstgehäkelte Schlupftüten sind extrem reizfest. Selbstgehäkelte. Wo ist hier eigentlich der Ausgang? Aus der Kanalisation? Es gibt keinen. Ah, es gibt doch bestimmt einen. Wer hier unten gelandet ist, ist dazu verdammt, auf ewig hier zu bleiben. Auf Ach was. Ewig. Wir kommen hier schon raus. Ewig.
Die war schon etwas länger da. Wenn Sie keine Hexe sind, schlagen Sie aber ganz schön auf die Kacke. Entschuldigung, seit ich die Pille abgesetzt habe, leide ich permanent unter diesen seltsamen... Sie hat die Pille abgesetzt. Sind das etwa Ihre Kinder? Sie haben also 5 Slotty. Ja, alle 5. Möchtest du 3 Kinder haben? In der Kanalisation gibt es nicht viel Geld. Genauer gesagt, es gibt exakt 5 Slotty. Und im Augenblick gehören sie mir. Klingt nach einem sehr überschaubaren, stabilen Währungssystem. Das war es. Bis Hedgefonds und Spekulationen am Finanzmarkt zu massiven Leistungsbilanzdefiziten führten. Ja, ja, verstehe. Möchtest du 3 Kinder kaufen? Und Sie haben nicht zufällig Interesse an ein paar leckeren Kindern? So ein Zufall. Die kosten genau 5 Slotty. Aber Herr Rufus, Sie können uns doch nicht einfach so an fremde Leute verkaufen. Na klar können wir das. Das ist eine Erwachsenenunterhaltung. Keine Sorge, Junge. Ich bin nicht interessiert daran, mir von irgendeinem dahergelaufenen Dummkopf Kinder andrehen zu lassen. Ich will ja nicht so enden wie meine Mutter. Yummy, 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 lecker Kinder. Ihr lecker Kinder? Ich hab's dir schon mal gesagt. Ich bin nicht interessiert an deinen Belgern. Wenn ich wollte, könnte ich ein ganzes Getreidesilo voll von den Dingern haben. Aber ich habe mich nun einmal für die Karriere. Für die Karriere als Pfandsammlerin. Leihen Sie mir Ihre 5 Slotty? Nein. Ich will sie behalten. Ach, nun seien Sie doch nicht so. Was bringt denn aller Reichtum der Welt, wenn man ihn nicht mit seinen Freunden teilt? Ganz einfach. Ich liebe es, wenn sich Leute für mich zum Affen machen. Ach, das kriegt Rufus hin. Wo haben Sie die Nukleinsäure noch gleich hingebracht? Ich habe sie für die 5 Okay, das Source in. Das Source Life sagt, es sei eine Art Superdünger. Aber es war mein Superdünger. Das konnte ich nicht wissen. Immerhin werden ständig passable Düngemittel in die Kanalisation Ein gestellt. Düngemittel? Und es passiert eher selten, dass Leute hinterher kommen, um Besitzansprüche anzumelden. Da gibt es tatsächlich ein tanzendes Äffchen. Ja, das hat eine Brille auf. Das Äffchen beim Leierkasten, Mann, das habe ich schon gesehen. Es ist ein erbärmliches Äffchen. Kann nicht mal tanzen. Da spare ich lieber. Was soll das denn? Ich mache mich zum Affen. Dann haben Sie Ihren Willen und könnten mir eigentlich Ihre 5 Slotty geben. Also für mich klang das mehr nach einer verrosteten Wasserleitung. Heißt das, ich habe mich vollkommen umsonst erniedrigt? Ja, hast du. Nein. Keine Sorge. Um sich zu erniedrigen, braucht man zunächst einmal ein gewisses... Au! Ich muss gehen. Aber warum? Es war doch gerade so nett und... Moment mal. Ist das Wasser hier gerade wärmer geworden? Nein. Was ist los? Gott zum Gruße. Können wir die Pilze mitnehmen? Man braucht keine mykologische Ausbildung, um zu erkennen, dass dieser Pilz hier vollkommen ungefährlich ist. Also, wie der aussieht, ist er bestimmt gefährlich. Lach nicht so. Aua. Okay, er hat nichts im Inventar. Da ist ein Ei. Mimikri-Schnabeltier. Alter. Was zum? Aua. Hansel? Rusty? Willst du die ganze Zeit hinterher dackeln? Ja. Tja, wie ihr wollt. Aber ihr wisst hoffentlich, dass Kinder, die Erwachsenen widersprechen, von bösen Clowns... Ja, die alle 27 Jahre auftauchen. Lach nicht so. Aua. Und was macht der? Am besten lassen wir die Finger von den Pilzen. Errungenschaft auf Steam freigeschaltet. Zauberpilzsammler. Okay, also einmal alle Pilze berühren. Du spinnst, Rolfi. Was ist das denn? Nur weil ich entschieden habe, mich in Zukunft vegetarisch zu ernähren? Genau deshalb. Du bist nun mal ein Schleimmonster. Und Schleimmonster essen Kinder. Ich kann mich ändern.
Ja. Das ziehst du niemals durch. Wie damals die Sache mit deinem Fernstudium. Wir werden ja sehen. Ich hoffe, das war bei der ILS und du hast zumindest dein Geld dann wiedergekriegt, wenn du es abgebrochen hast. Auf den Grill. Mach das. Ich penne erstmal eine Runde. Versuch den Mund diesmal nicht so weit offen zu lassen. Am Ende schwimmen dir noch ein paar Kinder rein. Du mich auch. Blub. Rufus, da solltest du ganz schnell abhauen. Eine Sicherung. In der oberen Steckdose steckt eine Sicherung. Ist ja auch mehr als genug. Ein Hebel. Ein Frosch, den wir nicht anklicken können. Ein Fernseher. Die wiederholen gerade die zweite Staffel von Schwarzer Bär um Mitternacht in seiner Höhle oder der Kasten ist aus. Was haben wir hier? Ja, okay, wir wissen ja, dass es ein Schleimmonster ist. Na, was sagt der Mensch dazu? Wenn das nicht der ideale Platz für ein gemütliches Nachtlager ist, dann weiß ich auch nicht. Nur Rusty sieht das wahrscheinlich. Na klar, es ist windgeschützt, überdacht, es bietet Sitzgelegenheiten. Was will man mehr? Nun ja, es wirkt irgendwie bedrohlich. Bittchen Angst. Du sagst das, Gretchen. Wer garantiert uns, dass da keine gefährlichen Monster im Dunkeln lauern? Monster? Na, ihr seid ja vielleicht Idioten. Sowas wie Monster gibt es doch. Deswegen. Außer natürlich diesen. Deswegen stehst du in. Oh, ihr hättet mal seine Zähne. In dem Mund von einem Monster? Greifwerkzeuge und die langen Beine. Oh. Oh Gott, ich könnte mir jetzt noch in die Hose scheißen, wenn ich nur dran denke. Aber das Rufus! Ja irgendwo Rufus! Auf der anderen Seite dieser dunklen Wald aus. Achte auf deine Wortwahl, da sind Kinder anwesend. Was wollte ich doch gleich? Die wollten uns erklären, warum das hier ein geeignetes Nachtlager ist. Ah, ja, das Nachtlager. Ja, also, das ist doch super, oder? Aber es ist dunkel und kalt. Boah, ey, meckerkatze24.de. Was, meckerkatze24.de? Ich glaube, die Adresse müssen wir uns mal angucken, was das damit auf sich hat. So, da ist ein Hebel. Erstmal die Sicherung nehmen. Nee, ich steck zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Okay, also den Hebel. Einmal hoch. Dann runter. Und die Sicherung raus. Tja, ich steck zu einem Wunder. Die Dinger sind. Wir haben auch nichts zum Überbrücken, oder? Die Antenne. Hey, hey. Und ohne sie abzubrechen. Das dürfte eine Premiere sein. Ich hätte gelacht, wenn er die jetzt kaputt gemacht hätte. Und was? Na, ich sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow? Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Ja, hier im Monstermond. Da gehört ein oder wahlweise einer dieser praktischen Stromumkehrer, die in diesem Spiel bislang enttäuschend spärlich gesät sind. Okay, wir brauchen entweder eine Sicherung oder einen Stromumkehrer. So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber es ist dunkel und kalt. Ittchen. Boah, Neckerkatz. Ittchen hat Angst und wir haben ein Sumpfschnabeltier-Ei gefunden. Haben wir hier irgendetwas, womit wir Licht machen können? Oder Feuer? So, da ist das Aussätzigendorf. Das Äffchen, der Drehorgelspiel. Oh, der erinnert mich irgendwie ein wenig an die Zeichentrickserie Hinter der Gartenmauer. Also vom Stil her könnte der tatsächlich aus der Serie kommen. Ein Türsteher. Ich schätze mal, das ist dann die Taverne. Goon und June. Oh, Goon hat eine Freundin. Ein Gulligitter. Eine Kiste. Hm. Nach Größe und Gewicht zu urteilen, befindet sich in dieser Kiste eine geringfügig kleinere Kiste. Oder ganz was anderes. Schwer zu sagen. Und warum sollte da jetzt eine Kiste drin sein?
Hey, Rotzis! Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus! Aber Herr Rufus, Sir! Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Also, wir kommen hier nicht mal hoch, weil die Kinder uns keine Räuberleiter machen wollen. Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Rufus, wir kommen nicht hoch. Wer sagt denn, dass ihr hier hoch sollt? Wir müssen bei Ihnen bleiben. Hier ist es viel zu gefährlich für Kinder wie uns. Ach, ist doch dummes Zeug. Gefährlichkeit ist wie Gespenster. Sowas gibt's gar nicht. Und hier schon gar nicht. Die ganze Gegend voller netter Leute. Na los, geht pielen. Hey, psst. Nein, da geht ihr nicht hin. Niedlich, die haben ja schon Freunde gefunden. Nein, da geht ihr nicht hin. Das ist nicht in Ordnung. Schön weg da. Und darum, liebe Kinder, ist es zu eurem Vorteil, wenn ihr mir in meinen dunklen Wagen folgt. Was geht denn hier ab? Diese zwielichtige Gestalt versucht uns unter nicht weniger zwielichtigen Umständen in dein Lieferwagen zu locken. Rufus, das verhinderst du bitte. Und worauf wartet ihr noch? Das kann nicht ernst sein. Kinder dürfen nicht zu Fremden in den Lieferwagen. Fall nicht zu so ein. Das ist eine sehr wichtige Regel. Regeln sind was für Leute, die zu ungeschickt zum Schummeln sind. Ich bin der festen Überzeugung, dieser freundliche Herr hat nur die allerbesten Absichten. Ich glaube nicht, Rufus. Genau. Er behauptet, er habe einen Streichelzoo mit niedlichen Tieren da drin. Ein Streichelzoo? Ist das wahr? Was? Naja, eigentlich. Ich zuerst, aus dem Weg. Ganz schön dunkel hier für einen Streichelzoo. Ja, wo sind denn jetzt die niedlichen Tiere? Oh Gott. Naja. Oh Gott. Direkt vor. Nein. Uiuiui, ich bin ja so gespannt. Junge, das kann man doch nicht machen. Niedliches Pelztier? Oh, was tun Sie denn da? Oh, das kann man doch nicht bringen. Umwandelt. Na doch, Sie erwürgen es. Na nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort. Nein. Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Du warst sowieso gerade fertig. Und? Junge! War super cool. Die Tiere waren ultra niedlich. Und ich durfte sie streicheln. Ich glaube, sie flunkern. Du bist doch nur neidisch. Das nächste Mal mache ich einen Abdruck. Dann wirst du heulen vor Neid. Juhu, ich will sterben. Ich bin schon ganz gelb vor Neid. Dann will ich lachen. Junge, das kann man doch nicht bringen. So ein Humor. Sowas kann man doch nicht bringen. Nein, das ist nicht in Ordnung.